Premium Edition von 2017 zu gewinnen. Startgeld 100.000. Ja, wieder 100.000 minus. Aber was sollst du machen? Dafür, ja, es gibt 200.000 Belohnung, 100.000 halt die Fresse, Junge. Follow cost nushs, prime subbed by the way, Oshnushs. Ja, ich find's einfach furchtbar, wie die Rechnungen hier gemacht werden. Weil 200.000 wäre in dem Spielstadium eigentlich mal angebracht, ne? Aber nein, die ziehen die 100.000 ab. Ich muss nur als erstes über die Ziellinie. Hast du das Babypuder noch? Hat ein 1967er Mustang einen 289 Kubikzoll V8 Motor? Das will ich hören. Und denk dran, überall und damit meine ich auch überall. Überall und nirgendwo. Yo, hab super Neuigkeiten. Egal was heute Nacht noch passiert, wir haben es geschafft. Was soll das heißen? Komm nach dem Rennen zu mir. Diesem Team stehen bald ein paar neue Türen offen. Ich kann die Alte echt nicht leiden, die ist so furchtbar. 50 Stellen im Speedtraps, okay. Nehmen wir denn den BMW oder den Polestar? Obwohl, ne, der ist SA, der ist gar nicht getuned. Ups, hab ich verguckt. Dann können wir den BMW nehmen. Big City Life, The God Hour und Riverwalk. Noch nichts Wildes. 100.000 Startgelder, das ist so ein Schwachsinn. Ich weiß gar nicht warum. Ach, das ist der Kübel, den wir gewinnen. Sieht eher aus wie ein Raumschiff. Rauch, ich komme einfach nicht klar auf diesen Rauch, ey. Och ne. Gibt's jetzt wieder Rubberband-Action? Ich hab so das Gefühl. Gibt's irgendwie nur Schwarze in dem Spiel? Und sie blubbern wieder los, ey. Wow. Diese Sirenen finde ich auch immer geil. Oh, der da vorne ist aber wieder elegant schnell. Viel schneller, Alter. Warum? Der nächste Treffer wird krass. Die sind alle viel schneller. Voll lost. Aber die KI ist nicht gut eingestellt, ey. Da werden einige Spieler, denke ich, Schwierigkeiten kriegen. Ich weiß auch nicht, meine Karre schafft angeblich 350, krüppelt die aber bei 280 rum. Junge, verpiss dich doch mal, du. Alter, kann doch nicht wahr sein mit dem Gummiband hier, ne? Also, die haben es aber auch übertrieben, ey. Das ist nicht fair. Ich sollte mal disqualifizieren. Dann warte nicht. Sorry, Leute. Du darfst keinen Fehler machen hier, gefühlt. Erinnert mich ein bisschen an 2015. Da war die KI auch an manchen Stellen so ein bisschen, übertrieben. Allradwagen auf der Jagd.
Jetzt 400 Meter hinter mir, fast 500. Wenn's Gummiband kickt, sehen wir wieder die Zahlen runterrauschen. Falls das noch passiert in dem Rennen. Konzentrieren, dass ich hier nicht irgendeine so loste Kackstelze aus dem Weg crash. Dann ist da drin, glaube ich, vorbei. Puh. Komm nach der Aufnahme, ja. Kannst du auch jetzt rein, obwohl, ja, soll jetzt gehen. So. Das andere, zweite Good-Tour. Da kommt noch ein Speed drin. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich den M3. Ich glaube, ich werde mir doch noch einen anderen Wagen besorgen, ey. Aber, ja, was soll ich da nehmen? Für S Plus. Vor allem muss ich einen Wagen auf S aufrüsten, ne? Wobei, ich kriege ja noch einen Lamborghini geschenkt, also. Trotzdem muss ich, bis ich den habe, irgendeinen S Plus Wagen fahren. Boah, ist ja okay, Alter, meine Herren. Hoho. Ah, kriegt man die GTA eine Story dann freigeschaltet? Oder? Ja, sicher, zum Kauf wird er freigeschaltet, ne? Hängen schon zum Ohr raus, diese Sprüche. Interceptor leistet Unterstützung, Zentrale. Für uns ist es gelaufen. Das ist schon wieder eine Uhr durch, ja, Mann. Katastrophe. Donnerstag, ne, ist das, oder? Dein Ernst, Dinger, was ist das? Ja, er wird auch nach dem Unfall erstmal so den machen hier. Das ist mal eine Zieleinfahrt gewesen, würde ich sagen, ne? Alter. Boah, ich dachte schon, wir fahren diese dreckige Offroad-Strecke, ey. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Ah, okay. Was ist denn für eine Strecke? Das ist ja... Oh, oh, oh mein... Oh, ja. Also wenn du versuchst, Fehler zu korrigieren, hast du eigentlich schon verloren bei dem Handling hier. Alle Einheiten, Interceptor im Einsatz. Trocken.
Schön, die sind nicht am laufenden Band am Dissen hier in dem Spiel, die Cops, ne? Also. Das ist schon irgendwie lächerlich. Könnt ihr mal den da vorne vielleicht abfacken? Nicht mich. Danke. Wenn ich da an die Bots in Dings denk, Heat, die waren ja so lost. Ja, das war's glaube ich schon wieder. Jetzt kriegen wir bestimmt eine Cutscene. Wo haben wir denn? Moment. Da. Blup. 0,4%. Yo, was geht? Gratuliere. Ach du Kacke. Hey, wirklich jeder hier will auf dich oder Jasmine beim Lakeshore Grand wetten. Und wie viel Geld setzen wir auf mich? Ha, guter Punkt. Ich schlag dir was vor. Jetzt kommt's, ich soll verlieren. Hier ist Jasmine. Oh, hey. Hi. Was machst du da? Boah, die Cringe Queen wieder am Start. Du hast es ins Finale geschafft. Mach dich drauf gefasst, gegen mich zu verlieren. Das hier. Genau das hier will ich von euch sehen. Die Menschen lieben so ein Drama. Hm? Mhm. Dank dir, Liebes. Ach, gern geschehen. Aber was ist besser als Drama? Ein überraschendes Ende. Was wäre, wenn keiner von euch gewinnt? Ha? Was? Zeit, euer Kriegsbeil zu begraben und euch zu helfen. Spitz die Ohren. Alec möchte, dass wir uns unterhalten darüber, wie das Rennen ausgeht. Was soll der Bullshit? Die ist echt hässlich, die Nach Kerl. Allem, was passiert ist, mache ich mit der doch nicht gemeinsame Sache. Habt ihr vergessen, warum wir das hier tun? Der Kohle wegen. Ich meine, seht euch um. Richtig viel Geld verdient man jetzt mit Wetten. Wen interessiert's schon, wer gewinnt? Denkt doch mal nach. Wenn jemand von euch beiden als erstes ins Ziel fährt, dann verliert einer eurer Bosse einen Haufen Cash. Und ihr wisst genau, was die vom Verlieren halten. Du verziehst dich lieber, bevor ich Alec von diesem Scheiß erzähle, Mann. Ich bin nur die Botin. Glaubst du echt, du kennst ihn wirklich? Als ob ich Scheiße reden würde. Verpiss dich! Wir sollten lieber mal in die Schule gehen. Niemals auf ein Pferd setzen, was? Versau uns das nicht. Denk doch mal an Rydell. Zieh Rydell da nicht mit rein, Tess. Wir sind durch. Ich hab euch gesagt, wie das hier läuft. Ich öffne Türen, wir verdienen Geld. Das war die Tür, kapisch? Das war die Tür! Das war maximal lost! Also das war letzte Nacht, was? Weiß nicht, was mich mehr enttäuscht. Tess oder diese ganze Szene. Rennmanipulation? Was für eine Scheiße. So sollte das nicht sein. Aber du hast ihnen Angst gemacht. Was heißt, du bist eine echte Herausforderung? Das ist noch nicht vorbei. Mittwoch gibt ein Auto und Freitag, ah ja. Guck mal, hier sind S-Rennen, die richtig Cash bringen. Die S-Plus-Rennen brauche ich gar nicht. Im Grunde brauche ich S-Plus erst, falls ich das Auto gewinnen, nur mit S-Plus gewinnen kann. Interessant. Aber ich will die Startgebühr gar nicht erst sehen, ne? 24.000. Gewinnst effektiv also nur 36.000. Das ist... naja, was willst du machen? So ist das. Alles klar.